Ja, erstmal hallo liebe Chemikerinnen und Chemiker. Das Hygienekonzept hat viel Arbeit gemacht. Wir haben ein sehr positives Feedback bekommen und wir hoffen, dass es greift so schnell wie möglich. Es hat ja schon gegriffen, indem wir jetzt ja schon 1000 Leute reinlassen dürfen. Natürlich arbeiten wir akribisch noch dran in Verbindung mit dem Gesundheitsamt und mit dem Ordnungsamt, dass wir zeitnah dort auch mehr Zuschauer zulassen können. Wichtig dabei ist natürlich, wie jetzt das erste Spiel abläuft. Da muss ich nochmal an alle Chemiker appellieren, dass wirklich alles einzuhalten ist mit dem Abstand, mit dem Mundschutz und dass die Anweisung Folge geleistet wird, was dort vorgegeben wird. Und das ist immens wichtig, weil wir stehen dort im Fokus. Es werden viele, viele, viele Leute auf uns schauen, um zu gucken, dass es funktioniert, weil das ist auch richtungsweisend für die Zukunft, auch für andere Vereine und wir natürlich für unseren Verein selber, dass wir dort in naher Zukunft dort alle Dauergartenbesitzer und alle Fans dort reinlassen können. Ja, es ist ja von vornherein, sag ich mal, sehr unklar gewesen. Wir wussten ja selber gar nicht so richtig, wie wir damit umgehen und handeln. Wir haben uns da auch die Aufgabe nicht leicht gemacht. Ja. Und wir haben dann gemeinsam beschlossen, dass wir eben die 1000, die zuerst gekauft haben, natürlich dort das in Anspruch nehmen können. Und natürlich für die anderen, die natürlich uns dort weiterhin auch unterstützen und trotzdem die Dauerkarten gekauft haben, ist ja für den Verein überlebenswichtig. Und ich kann nur hoffen und wünsche mir natürlich, dass auch weiterhin die Dauerkarten gekauft werden. Natürlich, auch wenn sie die Spiele nicht besuchen können, wäre es ganz lieb, wenn das Geld trotzdem an den Verein zukommen könnte, durch Spende, wie auch immer. Und natürlich wird mir auch denen es nicht ganz so einfach ist und denen schwerfällt, sage ich mal, auf das Geld zu verzichten, natürlich auch zurückzahlen. Das ist vollkommen klar. Aber wir hoffen natürlich, dass der große Teil uns dort weiterhin unterstützt. Wir haben es ja in den schwierigen Situationen oft erlebt, dass der Verein auch zusammengestanden hat und dort über solche Situationen hinweggeholfen hat, weil wir eben alle auch zusammengehalten haben und natürlich das Nötige getan haben, um den Verein weiter zu unterstützen. Ja, die Dauerkarten, das ist ja für den Verein total wichtig, weil es eine kalkulierbare Zahl ist. Darauf beläuft sich ja diese ganze Kalkulation. Ich kann bloß appellieren, unterstützt uns weiter so. Wir sind abhängig von den Fans, wir sind abhängig von den Dauerkartenkäufern und für die Leute, die natürlich nicht jetzt rein können bei dem ersten Spiel, wünsche ich natürlich, dass unser Konzept greift, dass das alles 100% funktioniert und dass wir dort im Nachhinein vielleicht schon beim nächsten Spiel vielleicht 500 Leute mehr haben und vielleicht dann ab 1.9. doch schon mit 2.500 oder 3.000 Zuschauern agieren können. Ja, auch, das kann man ja in Worten nicht fassen. Also das ist ja unfassbar, was da auch passiert in dem Verein, auch die letzten Jahre, was da passiert ist. Man kann es auch nicht erklären. Wir gehen unseren Weg, wir werden weiter auf dieser Basis arbeiten. Und ich hoffe, mit der Unterstützung der tollen Fans und auch von den Sponsoren werden wir diesen Weg weitergehen. Es wird eine schwere Saison. Die Spieler sind fit. In den Spielen haben wir das gesehen, in den Vorbereitungsspielen. Ich denke schon, dass wir dort uns sehr gut verkaufen können, wobei man BFC nicht unterschätzen darf. Die haben einen unwahrscheinlich starken Kader zusammengekauft. Mit der Philosophie, die der Trainer dort vermittelt, glaube ich schon, dass wir uns dort was ausrechnen können. Dankeschön an alle Chemiker und Chemikerinnen und Sponsoren. Danke, danke.